Jochen Hahn ist der FIA ETRC Champion 2019. Zum 6. Mal in seiner Karriere. Schon ein Wochenende vor dem Saisonfinale fällt die Titelentscheidung dank eines Triple-Podiums von Jochen Hahn beim 80 Heures Camion in Le Mans. Die legendäre Rennstrecke seit 1923 werden hier Rennen gefahren. Gastgeber der 7. Station der Truck-Europameisterschaft 2019. Jochen Hahn für Rennen 1 auf der Pole Position, seine 11. in Folge, die 12. insgesamt. Neben ihm Sascha Lenz auf Rang 2, 300stel Sekunden langsamer als Hahn. Und Antonio Albacete auf Position 3 hofft natürlich, vor Adam Latzko ins Ziel zu kommen. Denn Albacete und Latzko kämpfen um Rang 2 in der Meisterschaft. Der Start zu Rennen 1. Ein wenig Regen sorgt für Spannung. Jochen Hahn muss um seine erste Position etwas härter kämpfen als erwartet. Sascha Lenz schon neben Hahn in der ersten Schikane vor dem berühmten Dunlop-Bogen. Während Jamie Anderson sich hier dreht, ob mit oder ohne Feindkontakt nicht auszumachen, Olly Janes muss durch den Kies. Onboard mit Jochen Hahn. Der Deutsche kann Position dann schließlich verteidigen. Vor Lenz Dritter ist Antonio Albacete. In Runde 1 Adam Latzko auf der 4 zeigt eine gute Performance direkt hinter Albacete. Während René Reinhardt mit Problemen am Turbolader das Rennen frühzeitig beenden muss. Nach 11 Runden Zielflagge für Jochen Hahn, der 12. Saisonsieg für ihn. Er ist einfach nicht zu stoppen. Zweiter Sascha Lenz, Dritter Antonio Albacete. Verdienter Applaus für Jochen Hahn, den Sieger dieses ersten Rennens in Le Mans. Ein heftiger Unfall in Runde 1 von Rennen 2 führt folglich zum Rennabbruch. René Reinhardt, Luis Recuenco und Norbert Kiss. René Reinhardt bekommt nach Ansicht der Videos eine Strafe, muss im ersten Sonntagrennen 5 Plätze zurück. Norbert Kiss, der Ungar, der Leidtragende. Der zweite Versuch eine halbe Stunde später. Polesetter übrigens, Shane Brereton, klappt hervorragend. Onboard mit José Rodríguez auf Position 2 wird von Steffi Halm stark bedrängt. Die nimmt die Abkürzung. Runde 2, Fehler von Rodríguez, verbremst sich hier in Führung liegend. Der Portugiese fällt zurück auf Position 9. Runde 5, der Kampf um die Führung. Die Top 3, André Kos im Vorne, dann Steffi Halm und dahinter Adam Latzko. Runde 7, die Positionen 4 bis 7, ebenfalls eng. Jochen Hahn attackiert Albacete, während Shane Brereton seinen 4. Platz mit allen Mitteln verteidigt. Und in der Boxengasse warten sie schon auf den neuen und alten Champion, während vorne André Kosim zum Sieg fährt. Dahinter Steffi Halm und Adam Latzko, alles ganz eng zusammen. Die karierte Flagge und Jochen Hahn holt sich mit 5 weiteren Punkten seinen 6. Titel seiner Karriere. Ein überglücklicher Jochen Hahn also im Ziel. Die Glückwünsche an den 6-maligen Titelträger. Auf dem Podium nimmt André Kosim die Trophäe für seinen Sieg hier entgegen. Rennen Nummer 3 am Sonntag bei Regen. Auf der besten Startposition Adam Latzko. Die erste für ihn seit Moss 2018. Zweiter André Kosim. Starke Leistung vom jungen Deutschen. Der Start, wie so oft, bei viel Regen und nasser Strecke unter Gelb. Und erst nach einer Runde dann grün für Rennen 3. Adam Latzko führt vor Kosim und Albacete. Onboard bei Latzko. Schwierige Bedingungen für den Führenden. Zweiter Albacete. Runde 2, der Kampf hier zwischen Kosim und Kiss um die 3. Position. Dann kommt es zu einer kleinen Berührung, die aber dafür sorgt, dass eine Lenkungsstrebe bei Kiss bricht. Das Aus für den Ungarn. Der Sprung in Runde 9. Hahn überholt André Kosim, genauso wie Sascha Lenz. Hier geht es um die Positionen 3 bis 5. Wenig später dann die Zielflagge für Adam Latzko nach 11 Runden, der seinen 2. Saisonsieg holt, den ersten übrigens in einem Hauptrennen. Dahinter dann Antonio Albacete und Jochen Hahn, die Top 3 der Meisterschaft also anschließend gemeinsam auf dem Podium. Und in Rennen 4, wie üblich, im Reverse-Grid-Modus steht Jamie Anderson, der Brite, auf der Pole.
der Zweitplatzierte im Grabber Cup. Auf Startposition 2 neben ihm Olly Janes, der Führende im Grabber Cup. Was für eine Konstellation. Wie immer in Le Mans, unglaublich viele Zuschauer, 60.000 waren es am Wochenende, der Start. Jamie Anderson mit guter Beschleunigung. Olly Janes kämpft hier mit seiner schwachen Traktion. Und wir springen auf den Truck von Adam Latzko, sind on board dabei und sehen aus seiner Kamera, dass Teamkollege Olly Janes von dem ein oder anderen hier einfach mal kurz aufgeschnupft wird. Erwin Kleinnagelfort, der Holländer im Scania, muss seinen Truck schon in Runde 1 mit technischen Problemen abstellen. Runde 2, Sascha Lenz kann Jamie Anderson überholen und geht in Führung. Dahinter Steffi Hall. In Runde 6 dann. Minimaler Verbremser von Steffi Halm, die auch Anderson überholen konnte. Und das nutzt der Champion Jochen Hahn natürlich aus und holt sich Position 2. Norbert Kiss erneut mit technischen Problemen. Sein Turbolader steht hier ein wenig in Flammen. Schwarzes Wochenende für den Ungarn. Dann schon das schwarz-weiß karierte Tuch für Lenz. Der holt sich den dritten Saisonsieg. Zweiter wird Jochen Hahn mit mehr als 10 Sekunden Rückstand. Dritte Steffi Halm. In einer Woche dann das Finale in Madrid auf dem Circuito Jarama.